Herzlich willkommen zu einer neuen Session im Rahmen der digitalen Ringvorlesung zur politischen Ökonomie der Corona-Krise hier an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Diese Woche wenden wir uns der politischen Konstitution einer ganz zentralen ökonomischen Akteurin zu, nämlich der Unternehmung. Gestaltet wird die Sitzung diese Woche von Stefanie Birkner und mir. Stefanie Birkner ist Juniorprofessorin für Female Entrepreneurship an der Universität in Oldenburg und arbeitet dort seit mittlerweile 6 Jahren zu genderbezogenen Fragen im Feld von Unternehmerinnen und Unternehmertum. Mein Name ist Lars Hochmann. Ich vertrete hier an der Cusanus die Professur für Plurale Ökonomie und arbeite im Wesentlichen an einer politischen Theorie der Unternehmung in sozialökologischen Perspektiven. Wenn Sie in Social Media aktiv sind, können Sie auf der Folie einige Hinweise finden, wie wir in Kontakt treten können und sollten. Aber in medias res, was haben wir Ihnen mitgebracht? Bevor wir konkret inhaltlich in die Session starten, würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam einen Blick auf deren Ablauf werfen. Die Session untergliedert sich grob in 5 Schritte. Im ersten Schritt möchten wir einen Blick auf die Krise werfen. Welche Krise ist es, wenn von der Corona-Krise die Rede ist? In einem zweiten Schritt fokussieren wir stärker auf das Konzept und den Begriff der Unternehmung und widmen uns der Frage, was macht die Unternehmung? Beide Perspektiven und Zugänge sind wichtig für den hieran anschließenden Dialog, in dem wir gemeinsam der Frage nachgehen wollen, welche Unternehmung schafft die Krise. Die Aspekte und Impulse des Dialoges bilden Grundlage für die Entwicklung eines neuen Bildes der Unternehmung für Corona und danach. Und dieses Bild und die dargestellten Zugänge würden wir gerne im Anschluss mit Ihnen gemeinsam im Plenum diskutieren. Wie eingangs dargelegt, geht es uns in dieser Session darum, Ihnen ein Perspektivangebot zu machen. Ein Perspektivangebot zum Thema Unternehmerinnentum während Corona und danach. Dieses Perspektivangebot fächert sich auf in unterschiedliche Lernziele. Am Ende der Session kennen Sie die kultur- und ideengeschichtliche Vielfalt der Unternehmung im 20. Jahrhundert. Sie können mögliche Umrisse einer Unternehmung, die Gegenwartskrisen verarbeitet, und Sie können die Unternehmung als spezifische Wirtschaftsform reflektieren. Zudem können Sie Theorie und Empirie der Unternehmung des 20. Jahrhunderts aufeinander beziehen und Sie können blinde Flecke und diskriminierende Praxis der Unternehmung identifizieren und beurteilen. Damit können Sie die Unternehmung als kulturelle Verarbeitung von Gesellschaftskrisen entwickeln und Sie können ein eigenes Bild der Unternehmung für das 21. Jahrhundert vorstellen. Bereits frühzeitig fiel das Wort Krise, als deutlich wurde, welche Herausforderungen Corona und auch die Erkrankung Covid-19 mit sich bringen könnte. Krise wurde dort vor allen Dingen auch in Zusammenhang gebracht mit einer Krise der Wirtschaft. Was genau lässt sich denn aktuell beobachten, was in Zusammenhang mit Krise und Wirtschaft zu bringen ist? Was relativ schnell sichtbar wurde, sind, dass Verbrauchsgüter gehandelt wurden wie Luxuswaren. Das, was sogenannte Klopapier-Hype entstanden hat, hat gezeigt, dass Dinge, die wir sonst im alltäglichen Gebrauch eher vernachlässigen und wenn kaum noch berücksichtigen, in dem Moment, wo sie zu Mangelware werden, etwas wird, wo sich Menschen tatsächlich wortwörtlich umschlagen. Sie werden zu Gütern, die dadurch, dass sie rar werden, plötzlich zu Luxuswaren werden. Auf den Plattformen im Internet wurden sie gehandelt zu Preisen, die das Enormfache von dem sind, wie sie normalerweise verkauft werden. Und das Interessante ist, es hat sich selbst rund um das Klopapier ein eigener neuer Hype entwickelt, wie Klopapier dargestellt wird, wie Klopapier genutzt wird, sodass ein Verbrauchsgut, das eher ein Schattendasein fristete, plötzlich eine unglaubliche Aufmerksamkeit erfährt. Sehr viel mehr Aufmerksamkeit erfahren hat auch ein Bereich der reproduktiven Arbeit, der Arbeit im Care-Bereich, im Gesundheitsbereich, der Menschen, die pflegen und der Menschen, die Versorgungsarbeit leisten, also die sich um alte oder auch um besonders junge Menschen kümmern. All diese Berufe haben plötzlich ein neues Label erhalten. Sie wurden systemrelevant.
Und so, wo am Anfang noch darüber gesprochen wurde, dass es eine Sonderzahlung geben soll, wo Menschen auf die Straßen gingen und klatschten für die Menschen, die in den Krankenhäusern sich um die Kranken kümmerten, scheint all das mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Der Bereich der Arbeit, der nicht mehr produktiv tatsächlich ein Wachstum an Währung bereithält, sondern nur ein Wachstum und ein Erhalt der Gesellschaft. Dieser Bereich, der so lange als systemrelevant bezeichnet wurde, erfährt bislang kaum bis keine Abwertung. Das heißt, wir hängen weiter fest in der Idee einer produktiven Sphäre des Wirtschaftens und einer reproduktiven Sphäre, die vielleicht zu bestimmten Krisenmomenten dann plötzlich systemrelevant wird, aber ansonsten kaum bis nicht in Erscheinung tritt. Was wir definitiv beobachten können, ist, was auch im Zusammenhang mit dem Wirtschaften steht, ist, dass neue Räume und neue Formen des Lernens und vor allen Dingen auch des Arbeitens mit dem Leben immer stärker zusammenwachsen, während zur gleichen Zeit Handelsräume oder auch Handelsrouten und Handelsketten auseinanderbrechen. Zu beobachten ist zudem auch, dass Konjunkturpakete, die dafür gedacht sind, Wege zu bereiten, Zukünfte, potenzielle Zukünfte nicht nur zu denken und zu gestalten, vor allen Dingen alte Wirtschaftspfade retten, statt neuen Wege zu bereiten. Und das, was sich durch alle Medien zieht, was aus vielerlei Munde zu hören ist, ist die Anrufung des Werde aktiv. Werdet selber aktiv. Churchill soll einmal gesagt haben, never waste a good crisis. Also nutze jede gute Krise, verschwende sie nicht, sondern mache sie für dich produktiv. Werde selber aktiv. Aktiv für oder in Wirtschaft. Was heißt es, wirtschaftlich aktiv zu werden? Mit Blick auf Konzepte wirtschaftlichen Aktivwerdens lassen sich grob drei Bereiche unterscheiden. Dort gibt es zum einen die Selbstständigkeit, also den Auf- oder den Ausbau einer beruflichen Existenz. Zum anderen gibt es Formen von Gründung. Hierunter fallen auch die vielfach zitierten und im Innovationstechnologiezusammenhang und auch Digitalisierungszusammenhang häufig genannten Startups und zudem das Unternehmerinnentum. Was haben diese drei Konzepte nun gemeinsam? In allen gemeinsam ist das Streben nach Entscheidungsfreiheit. Allen dreien geht es darum, Gestaltungsmöglichkeiten aufzubauen und Gestaltungsmöglichkeiten auch für sich selber zu institutionalisieren. Und doch unterscheiden sie sich maßgeblich in einigen Punkten. Beispielsweise geht es bei der Selbstständigkeit und der beruflichen Existenz vor allen Dingen darum, zu flexibilisieren, an welchem Ort und zu welcher Zeit ich arbeite. Also eine Fokussierung auf diese Entscheidungsfreiheit, die nicht nur damit zusammenhängt, was ich tue, sondern auch wo und wann ich dieses tue, die mir eine Freiheit bietet, meine Lebens- und meine Arbeitszusammenhänge in einen neuen Kontext zu stellen und mich darüber auch zu finanzieren. Gründungen hingegen haben vor allen Dingen den Aufbau von Strukturen und Prozessen zur Vermarktung eines neuartigen Wertversprechens. Wenn dieses neuartige Wertversprechen nun auch noch hochinnovativ und sehr wachstumsorientiert ist, wird häufig von Startups gesprochen. Im Unterschied zur Selbstständigkeit und der beruflichen Existenz ist hier vor allen Dingen das Merkmal der Innovativität kennzeichnend. Als drittes Konzept findet sich sowohl in der Literatur als auch in der Alltagssprache sowie empirisch zu beobachten das UnternehmerInnentum. Das Unternehmertum unterscheidet sich von Formen der Selbstständigkeit und der Gründung vornehmlich darin, dass hier auch kontextuelle Zusammenhänge des eigenen Wirkens mit adressiert werden. Sprich, es steht nicht nur im Fokus, wie ein Wertversprechen, beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung, besser, noch besser vermarktet werden kann und welche Strukturen und Prozesse dahinter liegen, sondern es werden auch Fragen danach gestellt und Fragen danach aufgeworfen, wie dieses Wertversprechen im Zusammenhang beispielsweise mit anderen, vielleicht sogar benachteiligenden Formen einer Unternehmung zusammenhängt. Wirtschaftliches Aktivwerden ist allerdings kein allgemeines Gesetz, sondern ein historischer Zusammenhang, den wir als solchen auch reflektieren und einordnen müssen. Das heißt, wir müssen uns den Ursachen und den Wirkungen zuwenden, was nur eine andere Formulierung dafür ist, dass wir die Frage klären müssen, was macht die Unternehmung?
Und zwar in der doppelten Bedeutung dieser Frage. Was macht die Unternehmung? Das heißt, welche Effekte hat sie? Welche Wirkungen hat sie? Was stellt sie her? Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, was macht die Unternehmung? Das heißt, wie wird sie selbst erst hergestellt? Inwieweit ist sie selbst das Produkt einer historischen Bewegung? Die moderne Unternehmung kam im 18. Jahrhundert in die Welt, inmitten von Verhältnissen, die durch massive Ungleichheit geprägt waren, durch Armut, durch Hunger, durch Krankheit geprägt waren, durch materielle Unterversorgung geprägt waren. In solchen Zeiten hieß die neben die politische Freiheit gesetzte wirtschaftliche Freiheit tatsächlich noch ein Lustgewinn für mehr Menschen als bislang, denen ein gelingenderes Leben nicht nur in Aussicht gestellt wurde, sondern sie es tatsächlich auch zu leben beginnen konnten. Über das 19. Jahrhundert hinweg hat diese Form wirtschaftlicher Initiative nahezu alles erfunden, was heute wie selbstverständlich zu einer modernen Lebensführung dazugehört. Erst im 20. Jahrhundert transformierte sich dieser Typus wirtschaftlicher Initiative durch Prozesse unter anderem eben der Vertrustung, das heißt des Zusammenlegens von unterschiedlichen Unternehmungen zu einem Trust, sogar ganze Branchen, die dort zusammengefasst wurden in der Land- und Ernährungswirtschaft, in der Automotive oder selbst im Verlagswesen, das mit Druckereien, mit Papierfabriken und Ähnlichem zusammengelegt wurden. Die Errungenschaften der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sind einstweilen in Zeitkrankheiten wie Konsumismus und anderes umgeschlagen. Dieser Prozess reflektiert sich als eine Entsinnlichung, die über zwei Stufen führt. Zunächst eine Verdrängung von Sinn durch Zweck. Wo vorher also ein Sinn gesucht wurde, finden nun Zwecksetzungen statt, die erreicht werden können. Und in einem nächsten Schritt die Verwechslung von Zweck und Mittel, wo also ein Mittel sich als Zweck ausgibt und als Sinn zu etablieren versucht. Und wo sowas passiert, das hat Hannah Arendt ganz wundervoll herausgearbeitet, entsteht im Grunde genommen nichts anderes als Sinnlosigkeit. Die Vorstellung, dass wir über Unternehmen also im Grunde nur eines sagen können, nämlich dass sie renditeorientiert sind, ist genau das. Es ist eine Vorstellung, es ist eine imaginäre Bedeutung der Gesellschaft, die uns heute erstaunlicherweise zunehmend weniger konstruiert erscheint. Die Wirtschaft und das ökonomische Problem gibt es also gar nicht, sondern nur kulturelle und insoweit immer auch prinzipiell veränderbare Bedeutungen, von denen aus manches als Wirtschaft erscheint und anderes hingegen nicht. Es gibt nicht das eine singuläre ökonomische Problem, sondern abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen Problemen ganz viele. Ideen- und kulturgeschichtlich können wir im 20. Jahrhundert mindestens 11 Bilder identifizieren, die uns Auskunft darüber geben, was die jeweilige Gesellschaft als Unternehmung fungieren lässt, was genau die Unternehmung also zu dieser Zeit an diesem Ort so unternehmerisch macht. Dieser historische Bezug ist wichtig zu verstehen, damit wir überhaupt sagen können, was wir meinen, wenn wir heute in der Welt, in der wir leben, von der Unternehmung reden. Wenn wir gedanklich zurückspringen an den Beginn des 20. Jahrhunderts, dann ist Ihnen mit Sicherheit im Rahmen des Studiums schon einmal das Bonmot von Henry Ford begegnet, der könne ein Auto in beliebiger Farbe produzieren, solange die Farbe nur schwarz sei. Diese verkäufermarktliche Euphorie, die spiegelte sich auch in sämtlichen theoretischen Reflexionen über die Unternehmung im Versuch der Klärung der Frage, was sie denn jetzt so unternehmerisch macht. Das wiederkehrende Moment in diesen Ansätzen ist sämtlich ein individueller Tatendrang und eine Aufbruchsstimmung, die ein Individuum ins Zentrum stellt, das ja irgendwo etwas ausgesprochen Heldenhaftes hat.
Das Bild des Eroberns zum Beispiel, das entwirft die Unternehmung eben als einen solchen anpackenden Pioniergeist, der vordringt in noch nicht erschlossene Gefilde, sich zu Willen macht, was vorher noch nicht dem eigenen Willen unterworfen gewesen ist. Es ist eine Perspektive der Unternehmung, die am Wandel interessiert ist und so ein visionäres Subjekt und dessen als ausgesprochen frei imaginierten Willen zentral stellt. In eine ähnliche Richtung arbeitet das in derselben Zeit entstandene Bild der Unternehmung als eine Praxis des Innovierens. Im Rahmen dieses Imaginären der Unternehmung geht es in erster Linie um eine kreative Schöpfungskraft. Es geht also auch hier um Neuheit und Wandel und um ein begeisterungsfähiges Subjekt, das all das mitbringt, was es braucht, um in dieser Zeit, an diesem Ort etwas Neues in die Welt zu bringen. In den 1920er Jahren, so roundabout, setzten dann Prozesse der Vertrustung zunehmend stärker in Europa und den USA ein, sodass ökonomische Organisationen anders in den Blick gerieten als zuvor. Mit dem Verlust von dynastisch geführten Familienunternehmen, wo immer dieses Reckenhafte, dieses Heldenhafte, diese schillernde Lichtgestalt im Hintergrund stand, mit dem Verschwinden dieser Familienunternehmen entstand auch in theoretischer Reflexion eine Leere. Und diese Leere wurde darüber gefüllt, dass die Reflexion auf das Subjekt und das Interesse an Wandel und Entwicklung und all diese Dinge etwas stärker in den Hintergrund gerückt sind. Als dann die Aktiengesellschaft geschaffen wurde, deren Probleme in erster Linie auch in abstrakter Wertschöpfung lagen und Zukunft nur noch als eine potenzielle Gefahr betrachtet wurde, entstanden eben ganz neue Modi der Krisenbewältigung und eben auch Vorstellungen davon, was die Unternehmung jetzt so unternehmerisch macht. Das Imaginäre des Abschöpfens zum Beispiel entwirft die Unternehmung als einen mechanischen Gewinnapparat. Da tauchen Menschen gar nicht mehr auf. Das ist ein Apparat, der deterministisch funktioniert und der an Ordnung interessiert ist. Da geht es nicht um Wandel oder um Entwicklung oder irgendwas, sondern darum, möglichst stabil in Regelprozessen zur Ruhe zu kommen. Und in dieser Regelhaftigkeit werden alle Akteurinnen und Akteure zu Reakteurinnen und Reakteuren gemacht. Das heißt, die passen sich nur noch an. Das Bild des Abwägens entstand ebenfalls in dieser Zeit. Das thematisiert die Unternehmung als einen riesengroßen Rechenapparat, als eine kalkulierende Risikoabwägung, wo es also darum geht, sich Gedanken über die Kontingenz der Zukunft zu machen, die als solche erst einmal anerkannt wird, die aber nicht als Gestaltungsraum imaginiert wird, sondern in erster Linie als eine Bedrohung. Eine Bedrohung, die durch rationale Reakteurinnen in den Griff bekommen werden soll. Das heißt schlicht und ergreifend, dass über statistische Verfahren Risikoabwägungen stattfinden, um die Offenheit der Zukunft planerisch, managerial in den Griff zu bekommen. Das Bild der Unternehmung als ein Prozess des Organisierens ist gewissermaßen eine Meta-Erzählung, die an vielen Stellen immer wieder erneut aufgekommen ist, die erzählt, dass spezifisch Unternehmerische im Grunde genommen gar nicht. Das Imaginäre des Organisierens ist normativ wohl das unscheinbarste Bild der Unternehmung. Insoweit ist das Unternehmerische der Unternehmung eigentlich überhaupt nicht erzählt, sondern nur abstellt auf die Herausbildung und Institutionalisierung einer bürokratischen Gemeinschaft. Das heißt, wir haben es mit einem Bild zu tun, das deterministisch an Ordnung nach innen herein interessiert ist und jedwedes Subjekt nur thematisieren kann unter der Perspektive einer systemischen Funktionserfüllung. In den 90er, 30er und 40er Jahren, die schwerindustriell, kriegsbedingt durch Aufrüstung geprägt waren, kam eine Generation hervor, die sehr stark auf Umsetzungsfragen bedacht war. Ja, Law and Order reaktivierte im Grunde genommen eine alte Entwicklung des Fabrikenkapitalismus,
wiewohl ja längst der Anlegerkapitalismus und in Teilen der Managerkapitalismus geschaffen war, reaktivierte also eine alte Entwicklung des Fabrikenkapitalismus in neuen Verhältnissen. Was thematisiert wurde, war beispielsweise das Auseinanderfallen von Eigentum und Verfügungsgewalt, woraus dann wieder neue gesellschaftliche Probleme entstanden, die adressiert wurden in dem Bild der Unternehmung als ein Prozess des Kontrahierens, also des Knüpfens von Verträgen. Dieses Imaginäre der Unternehmung betrachtet sie als ein unvollkommenes Vertragsgeflecht. Auch dieses Bild ist an Recht und Ordnung interessiert. Es ist nicht an Wandel interessiert. Es ist nicht an Veränderung interessiert. Und es kennt in dem Sinne auch keine kreativen Subjekte. Es kennt keine Menschen in ihrer Leiblichkeit oder in ihrer Mitweltlichkeit. Es kennt nur die juristische Dimension des Verträgeschließens. Ziel des Ganzen ist die Herstellung von Koordination. Das Bild des Produzierens arbeitet in eine ganz ähnliche Richtung. Das traktiert die Unternehmung als einen optimierten oder als einen zu optimierenden Fertigungsprozess. Auch dieses Bild ist an Ordnung interessiert. Es ist nicht an Wandel interessiert. Wandel ist Störung im Rahmen dieses Imaginären. Es geht um die Herausbildung von Ordnung und um die Optimierung dieser Ordnung. Dieses Imaginäre der Unternehmung als eine Praxis des Produzierens ist mit Sicherheit nach wie vor die prägende Erzählung, insbesondere in der deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre. Da geht es immer nur um eine Unternehmung, bei der am Ende wie aus einem Fließband Güter herauspurzeln, Produkte und Dienstleistungen, und die mögen auf eine Art und Weise erstellt werden, die verschwendungsarm ist, die profitorientiert ist und in diesem Sinne all diejenigen Menschen, die dort aktiv sind, nur unter der Perspektive ihrer Leistungserstellung in den Blick nehmen kann. In den 1950er und 60er Jahren entstanden in Europa, in Teilen auch in den USA, eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Protestbewegungen, die gegen herrschende gesellschaftliche Deutungsmuster opponierten, die das Denken zugleich historisierten, sie machten es geschichtlicher. Zunehmende internationale Verflechtungen in der Wertschöpfung wurden in dieser Zeit gesellschaftlich problematisiert. Also Globalisierungsprozesse setzten ein, das Zusammenrücken von unterschiedlichen Märkten setzte ein. Die Probleme, die daraus entstanden, die wurden auf eine neue Art und Weise bearbeitet. Es entstanden darüber auch ganz neue Branchen, die Beratung beispielsweise, Strategieentwicklung, Kulturgestaltung, all diese Dinge, die in den 70er und 80er Jahren ihren Höhepunkt fanden, wurden in dieser Zeit vorbereitet. In der Theorie der Unternehmung kam das Subjekt auf einmal wieder zurück. Was vorher verschwunden war, weil die Unternehmung nur noch als ein irgendwie von Zwangsgesetzen geprägter, entweder Produktions- oder Kalkulations- oder Abschöpfungs- oder Vertragsapparat betrachtet wurde, wurde auf einmal wieder in Teilen zurückgebaut. Das Subjekt trat wieder auf den Plan. Und zwar als ein wertvolles, als ein schützenswertes, aber gleichwohl auch ein bedrohtes und ein ausgeliefertes Subjekt. Das Bild des Ausschöpfens von Ressourcen, was in den 1950er Jahren entstand, thematisierte erstmalig in der Theorie der Unternehmung Menschen als wertvolle, wenngleich nach wie vor verzweckte Ressourcen. In dieser Perspektive kam nicht nur das Subjekt zurück, es kam auch das Interesse an Wandel zurück. Ein Wandel, der zugleich gedacht wird als etwas, was nur funktionieren kann oder nur dann erfolgreich funktionieren kann, wenn das Subjekt als ein strategischer Wettbewerbsvorteil betrachtet wird. Zeitgleich dazu entstand eine Vorstellung des
eine Vorstellung der Unternehmung als ein imaginäres der Anpassung, wo also thematisiert wurde, dass die Unternehmung nicht isoliert auf weiter Flur steht, sondern eingelassen ist in bestimmte Bedingungen innerhalb von Branchen, innerhalb von Konkurrenzsystemen, innerhalb von Kooperationssystemen und dass in dieser Gemengelage aus unterschiedlichen Kräften es auch darauf ankommt, dass die Unternehmung sich in Teilen anpassen kann. Das Subjekt selbst und die Unternehmung mit ihm wurde naturalisiert und nur noch unter der Perspektive betrachtet, sich eine Nische innerhalb marktlicher Kräfte zu suchen und dort auszubreiten. In den letzten Dekaden dann des 20. Jahrhunderts traten in zunehmendem Maße materielle Sättigungen ein, Überflussproduktion, Konsumismus, die Dinge, die wir heute insbesondere in den nachhaltigkeitsbezogenen Diskursen zum Anlass nehmen, über eine grundlegende Kehre nachzudenken. All diese Dinge, die wurden erstmalig gesellschaftlich auch thematisiert in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und mit der weiteren Expansion der Dienstleistungsberufe, die historisch in dieser Zeit stattfanden, verschob sich auch die Vorstellung, was genau die Unternehmung jetzt eigentlich so unternehmerisch macht. Es fand eine Form der Kulturalisierung des ökonomischen Subjekts statt, wenn Sie so wollen. Ja, es war auf einmal ein Subjekt, das lernfähig war, ein Subjekt, das erfahrungsfähig war und die zum Leben und Wirtschaften erforderlichen Kompetenzen in praktischer Übung trainiert und verfeinert. Das Imaginäre des Lernens entwarf die Unternehmung beispielsweise als eine Form von Wissensmanagement, wo es praxiologisch um Fragen von Ordnung und Wandel zugleich geht, also um das Austarieren von Kontinuität im Handeln, aber das Subjekt als ein entwicklungsfähiges betrachtet, also das der alltäglichen Wahrnehmung entsprechenden Tatsache menschlichen Lebens entspricht, dass wir Menschen lernen können. Das Imaginäre des Befähigens, was in den 90er Jahren vor allen Dingen entwickelt wurde und zu Beginn des 21. Jahrhunderts fortgesetzt wurde, entwirft die Unternehmung als eine Form von kultureller Bildung. Hier geht es also um die Herausbildung von Kompetenzen, um die Kultivierung von Kompetenzen, wo es um reflektierte und zugleich aber auch bedingte Subjekte geht, die erstmalig auch adressiert werden in ihrer gesamten Leiblichkeit, in ihrer Körperlichkeit, in ihrer Emotionalität und all den Dimensionen und Widersprüchlichkeiten, die das Leben mit sich bringt. Was Sie in dieser knappen Ideen- und kulturgeschichtlichen Rekonstruktion mitnehmen können, ist, dass das, was die Unternehmung unternehmerisch macht, in erster Linie von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängt, welche diese Unternehmung B-Bindestrich deuten, ihr also eine Bedeutung zuweisen. Welches Bild der Unternehmung jetzt also in Bezug auf Corona auf den Plan gerufen wird, das ist noch offen. Das Ringen um diese Deutungshoheit, das findet längst statt und ist in vollem Gange. Und wie auch immer es ausgehen mag, auch diese Deutung ist historisch, also auch vorläufig. In Wirtschaftstheorie ist immer auch Wirtschaftsempirie archiviert. Das wird dann besonders an den Stellen wichtig, an denen historische Dokumente als ewige Wahrheit behauptet werden. Ja, Steffi, Corona hatte der gute Werner vermutlich nicht vor Augen, als er diesen Satz formuliert hat. Aber was können wir da vielleicht noch irgendwie rausziehen für uns? Also gerade eben auch in Bezug jetzt auf diese Krise, also ganz historisch konkret die Zeit, in der wir gerade leben, hat er uns noch was mitzuteilen?
Jetzt nicht nur der Werner Sombart im Einzelnen, aber was können wir da rausnehmen für die Beantwortung der Frage, welche Unternehmung diese Krise denn schafft? Und zwar in der vierfachen Bedeutung dieser Frage. Also, welche Unternehmung verursacht diese Krise? Sie schafft sie, verursacht sie. Welche Unternehmung überdauert, schafft in diesem Sinne die Krise? Welche neuen Unternehmungen entspringen vielleicht auch dieser Krise? Und natürlich am Ende die ganz wichtige Frage, welche Art von Unternehmung ist es denn, die diese Krise schafft, das heißt bewältigt? Fangen wir mal an mit der Frage, welche Unternehmung denn diese Krise verursacht hat. Wer ist denn das eigentlich? Was würdest du sagen? Wenn ich das auf einen Punkt, auf ein Thema zusammenfassen würde, würde ich das so unter den Terminus der Mailstream-Organisation fassen wollen. Was verstehst du unter einer Mailstream-Organisation? Mailstream-Organisation, da sind wir tatsächlich doch wieder bei dem guten Werner. Es sind die Männer, nicht die Weiber, die dieses Unternehmerische schaffen dürfen. Es ist aber tatsächlich etwas, trotz 100 Jahre dazwischen, wo wir heute noch stecken. Also das, was Organisation, was Wirtschaft, was Unternehmung ausmacht, ist von Männern gedacht, von Männern gemacht, aber für die ganze Welt. Und damit sind wir in einem Kapitalismus, in einer Form von Wertschöpfungsketten gefangen, die von wenigen gemacht werden. Von wenigen Männern in dem Fall dann, oder von wenigen Männern. Zumindest mit männlich konnotiert, ne, ausgedeutet. Und auch mit deren Idealen belegt. Ne? Also es schwingt ja ein bestimmter Tenor, ein bestimmter Idealtypus von unternehmerischem Erfolg da auch mit. Ja, verstehe. Wobei es ja jetzt nicht einfach nur so ein, oder es wäre zu kurz gesprungen, glaube ich, einfach zu sagen, der Kapitalismus, ne, so ein Reflexgeschehen. Ne. Wir können das ja durchaus beobachten, auch durchaus in vorkapitalistischen Zeiten, dass, wenn man sich mit der Hanse zum Beispiel beschäftigt, ne, hier im Nordwesten Deutschlands, ist das ein großes Thema. Also wer das mal nachvollziehen möchte, sich mit der Hanse zu befassen, sei ihm unbedingt ans Herz gelegt. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig eindrucksvoll. Entlang der Handelsrouten haben sich Seuchen verbreitet. Das lässt sich gut nachzeichnen. Walter Oetsch hat hier in dieser Ringvorlesung da im Grunde auch schon drüber gesprochen gehabt. Also irgendwie, es ist nicht nur Kapitalismus, es hat irgendwie wohl auch was mit Handelspraxis zu tun. Es hat definitiv was mit Handelspraxis zu tun. Das, was wir im Kapitalismus erleben und den angesprochenen Erfolgsidealen, die wir da haben, hat aber zu einer Form von globalisierten Handelsmärkten geformt, die vor allen Dingen halt nur auf den produktiven Bereich der Wirtschaft schauen, aber es ist auf einen sehr, sehr begrenzten Bereich der Wirtschaft, an dem sich diese kapitalistischen Werte immer, immer stärker formieren und immer stärker auch fokussieren auf einzelne Bereiche und dort auch dann stärker Wirkung erzeugen. Nicht nur im Guten, wie wir jetzt gerade erleben. Ja, es ist dieses Globalisierungsmoment, was da nochmal ganz anders reinspielt. Ne? Und dann eben auch damit verbunden, das ganze Auflösen von Grenzen, nicht nur in einem räumlichen Sinne, dass Märkte oder also Binnenmärkte, Handelsmärkte näher zusammenrücken, sondern ja auch auf einer sehr abstrakten Ebene. Also Grenzenlosigkeit, Maximierung, Optimierung sind ja wiederkehrende Momente in ökonomischer Theorie oder im ökonomischen Nachdenken überhaupt. Ich denke jetzt nur mal so an Gewinnmaximierung und ähnliche Dinge. Ja, G-Max ist bestimmt ein Punkt davon. Ich würde das aber sogar noch größer fassen. Also inhaltlich geht es tatsächlich um ein Wachstum im Zuge dessen, was wir aktuell im Kapitalismus erleben, der alle Bereiche umfasst. Und weiter noch ist es nicht nur etwas, dass es ein Wachsen ist und dass es ein Besitzen ist, sondern es endet bei dem Haben-Wollen. Also der Punkt der Zufriedenstellung oder der Befriedigung ist viel, viel früher erreicht und ist auch dadurch sehr, sehr schneller weniger befriedigt. Und dann entsteht ein neues Haben-Wollen aus dem Haben-Wollen. Und das, was daraus entsteht, ist eine ganz, ganz starke Fokussierung auf den Eigennutz. Und das aktuell nur auf Basis der Bereicherung von Ungleichheiten. Also mein Mehr entsteht immer nur auf dem Weniger von anderen. Ja, wenn es ganz dumm kommt, sind das dann wohl auch noch die Unternehmungen, die die Krise überdauern, oder? Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so einen Moment beobachtet, was gerade im Zuge von Konjunkturpaketen passiert, ist genau das, dass dieser Glaube an die maximieren und wachsen dann weiter, die sind, wo auch die Konjunkturpakete aktuell reinfließen. Ja, was man da, finde ich, in den letzten Wochen ganz wunderbar gesehen hat, ist diese, wie,
wie diese Dichotomisierung zwischen Staat auf der einen Seite und Markt auf der anderen Seite. Und das, was Staat macht, ist eine Intervention, also irgendwie was Äußerliches. Ne? Also dieses Dichotomisieren, wie das so der Unwahrhaftigkeit überführt wurde. Ne? Ich würde das aber auch da weitersehen. Da ist es nicht nur Staat und Markt, sondern wir befinden uns im Moment tatsächlich gerade wieder in einer absoluten Reproduktion von Institutionen, die tatsächlich die Krise eher herbeigeführt haben oder in der Rahmen der Krise nicht dafür Sorge tragen, dass wir andere Formen von Unternehmungen schaffen können, sondern sich auch dort wieder reproduzieren und das über Staat und Markt auch in die Wissenschaft hinein. Ja, wobei diese Reproduktion, ich weiß nicht, ist ja nicht nur eine Reproduktion von Unternehmungen, die sich im Grunde genommen nicht stören lassen, ne, weil sie am längeren Hebel sitzen und das dann irgendwie durchdrücken. So ist Was wir ja auch beobachten können, sind Formen von Unternehmungen, die sich in dem Sinne die gar nicht gestört werden. Also das sich stören lassen und das nicht gestört werden. Also weil man beispielsweise kleine mittelständische Unternehmen, die in dem Sinne nicht so von Abstandsregeln betroffen sind oder Organisationsformen, die sowieso auch schon stärker auf Telearbeitsplätze, wie man das früher noch genannt hat, also Heimarbeit, solche Dinge irgendwie abstellen, die in dem Sinne auch ein ganz anderes organisationales Miteinander haben und von vielen Dingen, die da jetzt durch die Corona-Krise auf den Weg gekommen sind, also auch an Interventionen sogenannten, gar nicht berührt werden. Auch all das, was sich so in Regelprozesse überführen lässt. Also da würde ich ganz klar sagen, kann ich absolut mitgehen. Denn das, was im Moment sichtbar die Krise überdauert, ist all das, was ich automatisieren kann, wo der Mensch einfach keine Rolle spielt, egal ob es ihm gut geht oder schlecht geht und wie sehr er gerade unter der Krise leidet und ob wir ihn unterstützen müssen oder auch nicht, sondern alles das, was rein technologisch basiert sein kann und weiter noch, was rein digital stattfinden kann. All das überdauert gerade die Krise. Ja. Das ist die große Gefahr, ne? Dass da am Ende tatsächlich ausgerechnet die Unternehmungen den alleinigen Sieg dann vielleicht sogar davon tragen, weil die anderen in Kladde formuliert irgendwie im Bach runtergehen. Ne? Dass ausgerechnet die Unternehmungen den alleinigen Sieg davon tragen, die dann im Zweifel Teil des Problems sind, ne? Die diese Fortschrittsgläubigkeit reproduzieren durch dieses permanente Setzen auf Techniken, auf technologische Verfügbarmachung der Welt, Ausnutzung der Welt, Beherrschung der Welt. Aber anders geht auch, oder? Ich würde sagen, es entspringt tatsächlich der aktuellen Krise auch eine andere Form der Unternehmung. Das geht so ein Stück weit in die Anrufung, die wir am Anfang hatten, so dieses Aktivwerden, dieses wirtschaftliche Aktivwerden zeigt sich auch in kreativen neuen Umgangsweisen und neuen Umgangsformen mit dieser Krise. Und zwar nichts, was mit Fortschrittsgläubigkeit und Technologien zu tun hat, sondern tatsächlich eher Mechanismen, Artefakte, Konstrukte rund um die Idee von Markt verändern sich. Ein Beispiel ist ProZoom, also das Ereignis oder das Zusammenfassen von Produktion und Konsum und dass sich dafür ganze Vereinigungen zusammentun, um auf kreative Weise Wertschöpfungsketten neu zu denken und dort auch mit Teil davon zu sein, sodass ich nicht diese Entmenschlichung habe, nicht eine klare Automatisierung habe, die rein auf Technologie basiert, sondern werden neue Formen, neue Umgangsweisen gesucht und auch ausprobiert, die Produktion und Konsum zusammenfassen. Die werden ja nicht nur gesucht, die werden ja auch gefunden. Ne? Das ist ja das Spannende in dem Moment, dass es die gibt und dass die umgesetzt werden, dass es real ist und in dem Sinne auch, finde ich, ein großes Potenzial hat für eine Demokratisierung des Verhältnisses zwischen Wirtschaft auf der einen Seite, Gesellschaft auf der anderen Seite. Dass diese Verhältnisbestimmung stärker auch mit nicht nur politisch gefasst wird, sondern der Begriff des Politischen hier also auch demokratisch gefasst wird. Dass also ganz anderer Zugang auch zu Ressourcen jetzt irgendwie denkmöglich und auch verhandelbar wird. Ne? Ja, und was ganz spannend ist, dass über diesen neuen Zugang zu Ressourcen, die gehandelt werden oder verhandelt werden auf Plattformen, häufig sogar auf digitalen Plattformen, nicht nur der produktive Bereich der Wirtschaft, sondern auch der ganze nicht produktive Bereich der Wirtschaft plötzlich sichtbar wird und in Produktion und Konsumzusammenfügung auch tatsächlich wirtschaftlich aktiv als Unternehmung sichtbar wird. Wie schätzt du da die Möglichkeiten ein, was so Prozesse der Entkommerzialisierung und sowas anbetrifft? Ich denke, Teilhabe ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil wir einfach beobachten können, gerade insbesondere auch jetzt aktuell in der Corona-Krise, dass sich alternative Konzepte
zum Wirtschaften entwickeln, alternative Konzepte zum Handeln. Es entsteht alternative Ideen davon, wie Tauschen funktionieren kann, aber tatsächlich auch neue Umgangsformen und neue Umgangsweisen des Teilens. Also wo tatsächlich diese Idee von Handeln, der eigentlich ja gemeinte Ursprung jeder Unternehmung, überhaupt nicht mehr stattfindet. Wobei, also Hintergrund meiner Frage ist ja schlicht und ergreifend die Tatsache, dass auch vor Corona vieles, was da so auf Plattformen stattgefunden hat, zwar angepriesen wurde mit einem großen Demokratisierungsschub, aber am Ende eine neue Form von Prekariat geschaffen hat. Ne? Mhm. Da braucht es, glaube ich, tatsächlich auch viel stärker eine wissenschaftliche, vor allen Dingen eine wirtschaftswissenschaftliche Zuwendung auch zu solchen Phänomenen, um da herauszufinden, die Bedingungen, dass sowas nicht passiert. Ne? Ja, das Prekariat ist da ein ganz wichtiges Stichwort, weil all das, was wir aus dem Unternehmerischen in diesen Anrufungen hören, ist ja hat viel mit Selbstausbeute zu tun. Also angefangen von diesen 24/7 Wochen und wer selbstständig ist, ist selbstständig unterwegs und am Arbeiten. All das schafft ja eine bestimmte Idee davon, was es bedeutet, eine Unternehmung anzustoßen oder sie zu betreiben. Und diese neuen kreativen Umgangsformen werfen auch ein Bild darauf, wie Unternehmung diese Krise bewältigen kann, indem sie auch andere Orte und andere Räume schafft und andere Gemeinschaften tatsächlich schafft. Gemeinschaften von Menschen, die sich aus einer bestimmten Intention herausgetrieben, etwas zu verändern, etwas neu anzugehen, andere Dinge auf andere Weise zu tauschen, sich zusammentun. Wenn du von Gemeinschaften sprichst, dann, das ist ja bei allen gemeinen Begriffen, ne? dann sind das ja häufig so Phänomene der Nähe. Also Gemeinschaft ist immer ein Phänomen ist eine Naherfahrung. Es ist Nähe allerdings hier in so einer doppelten Bedeutung von auf der einen Seite nah sein, sich nah sein, involviert sein und auf der anderen Seite aber eben auch kleine Entfernung. Also es scheint mir auch was zu tun zu haben mit Rückbau von Komplexität, was Wertschöpfungsketten zum Beispiel anbetrifft, also Regionalisierungen stärker in den Blick zu nehmen, oder? Wie siehst du das? Also ich würde sagen, dieser Begriff der Partizipation kann dort in ganz unterschiedlichen Bereichen gewesen sein. Es ist zum einen eine Partizipation in der Meinungsbildung, weil in dieser Intention, die sind in den Gemeinschaften auf der Suche einer gemeinsamen Idee dessen, was sie anders machen wollen, dessen, was sie bewältigen wollen, wo sie weg von und wo sie hinzu sich unternehmerisch entwickeln wollen. Gleichzeitig ist tatsächlich zu beobachten, dass das lokale Gruppierungen sind. Also nehmen wir Beispiele wie Ökodörfer, wie man Kommunen, die auf einer bestimmten Idee von gemeinsamen Bildungszugängen oder auch auf Versorgekonzepten regional neue Initiativen, neue Gemeinschaften aufbauen. Darüber hinaus ist aber durch die Digitalisierung auch zu beobachten, dass diese kleinen Gemeinschaften sich in ihren Idealen auch im digitalen Raum eine andere Form von Nähe und andere Form von Partizipation suchen. Über das Digitale wird dieser Begriff der Nähe natürlich nochmal irgendwie ganz interessant, ne? weil die physische Nähe da, ich meine, das erleben wir jetzt gerade hier in dieser Distance-Discussions-Situation, in der wir uns hier befinden. Also es muss nicht zwingend was mit Entfernung zu tun haben, wenn wir von Nähe reden, ne? Aber es kann. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang dazu. Ne? Und was aber diese Initiativen ja irgendwie auszuzeichnen scheint, ist ja schon, sich andere Formen auch der Versorgung schlicht und ergreifend auf den Haken zu nehmen. Ne? Also was jetzt Lebensmittel anbetrifft, also Nahrungsmittel im weitesten Sinne, was Versorgung mit Energie anbetrifft, an Energiegenossenschaften oder irgendwie sowas denken. Also irgendwie ist der Begriff der Versorgung wird da nochmal auf einer ganz anderen Ebene auch ökonomisch und damit ja auch dann für eine Wirtschaftstheorie nochmal ganz anders relevant, oder? Ja, und vor allen Dingen aus der Perspektive, was überhaupt fähig ist, an Unternehmungen eine Krise zu bewältigen, sehr interessant. Weil diese Idee der Plattformprekariats entsteht ja vor allen Dingen dann, weil dort nur wirtschaftlicher Handel und wirtschaftlicher Tausch von bestimmten Produkten für bestimmte Währungen stattfindet und auch nur stattfinden kann. Was wir in diesen alternativen Versorgungssystemen, den intentionalen Gemeinschaften oder auch kreativen Umgangsformen von alternativen Konzepten des Tauschens oder des Teilens auch sehen, ist, dass neben vielleicht unter Umständen auch technologischen oder auch digitalen Innovationen vor allem soziale Innovationen entstehen. Soziale Innovationen im Sinne von sozialen Praktiken, wie andersartig gelebt
wird, wie andersartig gearbeitet wird, wie andersartig gewohnt, sich ernährt, also in allen Bereichen, und zwar nicht nur des Wirtschaftens, des engen, produktiven Bereich des Wirtschaftens, sondern das, was insbesondere die feministische Ökonomik ja auch unter diesem Care-Begriff aufgreift, auch das wird zur Form des Tauschens oder auch halt des Teilens. Also ich habe das eben schon fast vermischt, weil sich das kaum voneinander abgrenzen lässt. Also diese andere Idee der Versorgung ist dort nicht mehr eine Frage, wir brauchen eine neue Technologie oder vielleicht eine neue Form der Organisation, sondern eher auf der Suche nach anderen Formen sozialer Praktiken. Und das, was da sich inhaltlich zeigt, ist auch so ein bisschen das, was zu einer neuen Form eines anderen Maßstabs wird, einer Maßstabvorlage, eines Maßstabsidee, einer Maßstabsperspektive, einer Unternehmung, die die Krise bewältigen kann. Und zwar Vorstellungen von Zukünften als Variation von Erwartungen. Und zwar nicht einer spezifischen Zukunftserwartung, sondern dem Denken von potenziellen Zukünften und auch dem Ansatz, potenzielle Zukünfte zu gestalten und dort zu entwickeln. Und damit ist es ein Maßstab für Vielfalt und für gesellschaftliche Pluralisierung. Sollte es zutreffen, dass die Beantwortung der Frage, welche Unternehmung die Krise schafft, auf so unterschiedliche gesellschaftliche Entwürfe hinausläuft, dann können wir auf einer theoretischen Ebene die Unternehmung verstehen lernen als Produkt und Produktion von Kultur. Das heißt als eine gesellschaftliche Selbstgestaltungskraft. Als solche hat sie immer ein doppeltes Moment. Auf der einen Seite ist sie Krisendiagnose und auf der anderen Seite ist sie Bewältigungsmodalität. Das heißt, sie stellt eine Krisendiagnose und bietet die Bedingungen zur Bewältigung dieser Krise an. Das, was Unternehmen tun und die Art, wie sie es tun, beginnen also damit, dass bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse oder Ausschnitte davon aus einem bestimmten Standpunkt und gemessen an bestimmten Kriterien als Probleme in den Blick genommen werden und daraus Lösungen entwickelt werden, wie diesen Problemen begegnet werden kann. Diese Krisen müssen selbstverständlich nicht mit dem Pathos des Weltuntergangs anheben und sie müssen in dem Sinne auch nicht mal faktisch zutreffen. Es können Behauptungen sein. Diese Krisendiagnosen können Behauptungen sein. Und gerade deswegen brauchen wir auch eine kritische Wissenschaft, die diese Diagnosen auf ihre Substanz hin überprüft. Aber zunächst mal ist entscheidend, dass Unternehmungen gesellschaftlich permanent in die Situation gestellt sind, Antworten auf Verhältnisse zu geben, Antworten auf Umstände zu geben, die sich permanent ändern. Und die Arten und Weisen, wie Unternehmen Antworten geben, hat Schumpeter in einem Aufsatz mal auf zwei unterschiedliche Art und Weisen gegriffen. Er hat gesagt, es gibt auf der einen Seite empirisch beobachtbar Creative Response und auf der anderen Seite Formen der Adaptive Response. Adaptives Fair-Antworten von Unternehmen bedeutet, dass auf gegenwärtige Krisenerscheinungen, die kleineren wie die größeren, auf eine Weise reagiert wird, die im Bestehenden rangiert. Das heißt, es wird in die Vergangenheit gegriffen, es wird eine alte Lösung rausgeholt und auf ein neues Problem draufgesetzt. Das beinhaltet freilich die Gefahr, dass gegebenenfalls eine Ursache zur Lösung gemacht wird. Demgegenüber gibt es dann die Creative Response, das kreativ-schöpferische Verantworten der Unternehmung, was darauf abhebt, auf eine noch nicht dagewesene Art und Weise auf diese Krisen zu reagieren. Das heißt, es handelt sich hier um eine Bewältigungsmodalität, die sich vergangenheitsbezogen nicht aus dem Bestehenden ableiten lässt, die zukunftsbezogen neue Pfade entstehen lässt, darüber auch Pfadabhängigkeiten, Nebeneffekte und so weiter und so fort und gegenwartsbezogen auf ganz spezifische Qualitäten derer abhebt, die dort etwas unternehmen. Das heißt, wir können in einem nächsten Schritt die Unternehmung von anderen Organisationsformen darüber unterscheiden, dass es sich dabei um einen auf einen Unterschied abzielende Ausrichtung des Handelns in Bezug auf etwas handelt. Das heißt, die Unternehmung unterscheidet sich von anderen Wirtschaftsformen dadurch, dass sie an einem spezifischen Sinn geleitet ist. Was die Frage aufwirft, welcher Sinn das ist und welche Krisendiagnosen unter Corona-Bedingungen gegenwärtig gestellt werden und selbstverständlich auch, welche Bewältigungsstrategien in Bezug auf diese Krisendiagnosen angeboten werden. Aus dem Schema von Krisendiagnose auf der einen Seite
und Bewältigungsmodalität auf der anderen Seite können wir ein neues Bild der Unternehmung für Corona und danach entwickeln. Die Corona-Krise ist dabei selbstverständlich nur eine der vielen Gegenwartskrisen. Denken Sie an die Klimakrise, denken Sie an die massenhafte Vernichtung von Tierarten oder Pflanzensorten, denken Sie an Gerechtigkeitsfragen auf nationaler oder auf globaler Ebene, Rassismus, Populismus, Demokratieverlust etc. pp. Die Bearbeitung solcher und ähnlicher Krisen kann über 10 Punkte gelingen. Es ist wichtig, Unternehmungen auf den Weg zu bringen, die eine ermächtigende Aktivierung ihrer Mitglieder ermöglichen. Das heißt, die zu einer selbstbestimmten Lebensführung befähigen, die es ermöglichen, Dinge wieder selbst zu tun und sich auszuprobieren. Es braucht auch organisationale Achtsamkeit, also eine Unternehmung, die auf die besonderen Lebensbedingungen ihrer Mitglieder achtet, die es ermöglicht, unterschiedliche Lebensentwürfe und Interessen zu verständigen. Entscheidend ist auch, Formen von materieller Teilhabe zu ermöglichen. Das heißt, Unternehmungen, die Anteile entweder am Eigentum oder an Erzeugnissen an ihre Mitglieder vergeben und darüber eben ermöglichen, ein materiell auskömmliches und abgesichertes Leben zu führen. Von entscheidender Relevanz für das Gelingen einer solchen Transformation in Richtung einer besseren Gesellschaft sind auch Formen finanzieller Selbstbegrenzung. Das heißt, es braucht Unternehmungen, die sich selbst begrenzen und Wachstums- und Kapitalisierungszwänge abbauen, die in dem Sinne es ermöglichen, genussvoll und genügsam zu leben. Das zielt auch ab auf Formen partnerschaftlicher Befähigung. Das heißt, auf eine Unternehmung, die ihre Abnehmerin auf der einen Seite im Umgang mit den Produkten befähigt und die darüber eine Auseinandersetzung für und mit diesen Produkten auf den Weg bringt. Das heißt, ihre Kundinnen und Kunden kompetent im Umgang mit diesen Produkten macht. Das verweist zugleich auch auf Formen von strategischer Kooperation. Das heißt, mit unterschiedlichen Stakeholderinnen und Stakeholdern zusammen zu kooperieren in erster Linie, statt sich in permanentem Konkurrenzgebaren gegeneinander aufzustacheln. Es geht also darum, partizipativ und gemeinsam an der Überwindung gesellschaftlicher Krisen zu arbeiten, was selbstverständlich voraussetzt, eine gemeinsame Krisendiagnose stellen zu können. Entscheidend sind dabei auch Formen entflochtener Wertschöpfung. Das hat uns jetzt gerade die Corona-Krise wieder sehr deutlich vor Augen geführt. Das heißt, es geht um eine Wertschöpfung, die entflochten wird auf ein nachhaltiges Maß, die also eine Balance hält aus auf der einen Seite zentraler Globalität und auf der anderen Seite dezentraler Regionalität und darüber eine Form souveräner Versorgung auf den Weg bringt. Das heißt, wo das Verhältnis zwischen Selbstversorgung und Fremdversorgung ganz neu verhandelt wird, wo in diesem Sinne einerseits kultureller Ballast von der Gesellschaft genommen wird und auf der anderen Seite sie auch wieder befähigt wird dazu, selbstbestimmt sich mit dem zu versorgen, was sie eigentlich braucht. In diesem Sinne geht es um Unternehmungen, die Verantwortung für die Gestaltung der Gesellschaft übernehmen. Das heißt, es geht um Unternehmungen, die es ermöglichen, dass ihre Mitglieder sich einbringen, politisches Engagement entfalten. Und schlussendlich braucht es eine Verschiebung weg davon, Natur- und ökologische Fragestellungen nur als zusätzliche, im Sinne von End-of-Pipe-Fragestellungen zu betrachten, sondern ökologische Aspekte müssen zum Handlungsfeld werden. Das heißt, dass das Tätigkeitsfeld der Unternehmung darauf gerichtet wird, Kultur- und Lebensräume zu renaturieren und in diesem Sinne es ermöglichen, die Vielfalt von Natur zu pflegen und zu bewahren. Zu den von Lars vorgestellten Formen der Versinnlichung der Unternehmung würde ich Ihnen gerne ein paar Beispiele mit auf den Weg geben, wie wir sie aktuell in der Corona-Krise beobachten können. Es handelt sich hier sowohl zum Teil um Unternehmungen, die bereits vor der Krise bestanden haben und sich in den Herausforderungen, die sie sich während der Krise stellen mussten, selber neu unternehmerisch aufstellen mussten. Und zum anderen handelt es sich um Formen von Unternehmungen, die erst aus der Krise heraus entstanden sind.
ein Beispiel für eine Unternehmung einer Form der entflochtenen Wertschöpfung, die bereits vor der Corona-Krise bestanden hat, sind die sogenannten Sofa-Konzerte. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, auf der Sie Künstler und Künstlerinnen, Musiker und Musikerinnen direkt für ihre Location, und sei es ihr Wohnzimmer, buchen können. Jegliche Form der Vermittlung, die dazwischen stattfinden konnte, fällt weg, sondern Sie haben einen direkten Kontakt. Die Herausforderung ist, dass aktuell in Zeiten von Corona solche Konzerte nicht stattfinden dürfen. Was also kann man tun, um diesen Zugang der entflochtenen Wertschöpfung, wie diese Unternehmung sie bereits etabliert hat, auch in heutigen Zeiten, in heutigen Corona-Zeiten zu nutzen? Der Weg, der dort gewählt wurde, ist folgender. Sie können auf dieser Plattform aktuell mit Künstlern und Künstlerinnen weiter direkt in Kontakt treten. Diese kommen nun nicht zu Ihnen, sondern nehmen für Sie einen Song auf oder für den Menschen, den Sie beschenken möchten, verbunden mit persönlichen Grüßen. Die Idee der Unternehmung im Rahmen einer entflochtenen Wertschöpfung bleibt erhalten. Nur die Form, wie sie umgesetzt wird, hat sich gewandelt. Gewandelt hat sich auch eine bestimmte Form der materiellen Teilhabe. Nicht aus dem Wunsch heraus, sondern aus dem Müssen heraus, weil einiges, was der Lockdown bedingt, auch Bereiche unserer Gesellschaft trifft, die wir leider eher vergessen. Dazu zählt alles, was die Initiative unter Straßenblues vereint. Straßenblues hat in diesem Fall nichts mit Musik zu tun, sondern Straßenblues ist eine Initiative, die sich um Menschen kümmert, die obdachlos sind. Menschen auf der Straße, sich mit ihnen in Kontakt setzt, deren Bedarfe und Bedürfnisse sichtbar macht und für diese sensibilisiert und sie versorgt. Versorgt in Form von materieller Teilhabe. Die Herausforderung ist, dass in Zeiten von Abstand diese Form der Begegnung kaum bis gar nicht mehr für einige Zeit möglich ist. Ebenso herausforderungsvoll ist, dass diese materielle Teilhabe, die beispielsweise intentional in Fußgängerzonen passierte, nicht mehr stattgefunden hat. Straßenblues hat daraufhin zwei Initiativen entwickelt. Sie hat zum einen die Straßensuppe entwickelt, bei der nicht nur namhafte Köche Mahlzeiten vorbereiten, die dann in den Städten verteilt wurden, sondern zusammen mit der Straßensuppe gab es auch immer Informationen zur Corona-Krise oder zur aktuellen Corona-Situation, an die obdachlosen Menschen sonst teilweise nicht herankamen, sowie Masken oder Schutzformen wie Desinfektionsmittel oder ähnliches, an die diese Menschen auch nicht rankamen. Und es ist der Straßenschein entstanden. Straßenblues hat Geld gesammelt, hat Funding-Initiativen angestoßen, in denen gespendet werden konnte und wo konkret Scheine, Geldscheine an die obdachlosen Menschen verteilt wurden, weil die Form des Straßenspendens so nicht mehr stattfindet. Eine andere Form der gesellschaftlichen Verantwortung finden wir in einer Vielzahl von Nachbarschaftsinitiativen. Beispielsweise hier nur die App der Corona-Helfen. Eine Zusammenführung von Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die Hilfe bieten können, damit sie zueinander finden. Weil in der großen Anonymität, insbesondere in den Städten, herrscht kaum noch Kontakt und es ist kaum noch eine Idee davon, wer welche Bedarfe hat und ich sie vielleicht sogar im Kleinen helfen kann. Dort wird gesellschaftliche Verantwortung übernommen, indem Menschen zusammengebracht werden, die Hilfe brauchen oder die Hilfe anbieten können. Hilfe anbieten machen auch Menschen, die sich unter der Initiative der Maker vs. Virus zusammengeschlossen haben. Dort geht es aber weniger um Unterstützung, Hilfe und mehr um eine partnerschaftliche Befähigung. Maker sind Menschen, die Erfindungen oder auch Prototypen entwickeln, beispielsweise über 3D-Druck oder andere Formen des Handwerks. Das Besondere an dieser Initiative ist, dass sie weltweit sehr schnell, sehr groß organisiert wurde und dass jegliche Form des Prototypens oder der Zeichnung zu Prototypen frei geteilt wurden, damit unter anderem Beatmungsgeräte schneller, gemeinsam, unabhängig von einer Idee, wem welches Patent gehört, weiterentwickelt werden können. Indem Fragen gestellt werden konnten zu bestimmten Zeichnungen, wo Herausforderungen waren, die dann gemeinsam gelöst werden. Gemeinsames Lösen ist auch die Idee von einer Vielzahl von Hackathons im Rahmen der Corona-Krise gewesen. Hier als Beispiel unter dem Hashtag laufend Wir für Schule. Eine Form der ermächtigenden Aktivierung, wo nicht nur Experten und Expertinnen, sondern auch alle Betroffenen moderiert zusammenkommen, gemeinsam entwickeln, was die großen Herausforderungen sind und hierfür in einem moderierten Prozess dann
Ideen entwickeln, die später dann in Projekten auch noch weiter begleitet werden können. Auch hier eine besondere Form der Unternehmung, die Unternehmung versinnlicht. Ich bin mir sicher, dass auch Sie in Ihrem Umfeld noch eine Vielzahl an weiteren Initiativen kennen, die eine ähnliche Idee der Unternehmung aktuell in der Krise verfolgen. Diese Ideen gilt es weiter zu beobachten und eine Idee davon zu bekommen, inwieweit diese die Krise überdauern oder die Krise weiter gestalten werden können. Die dargestellten Folien und unsere gemeinsamen Diskussionen fußen zum Teil auf bereits von uns selber sowie von Kollegen und Kollegen verfasste Literatur. Hier sehen Sie zunächst einmal Referenzen zu den Folien sowie auch die obligatorischen Bildnachweise. Gleichzeitig ist es uns wichtig, Ihnen etwas Vertiefungsliteratur mit auf den Weg zu geben. Literatur, die Ihnen weitere Angebote zu theoretischen Zugängen, empirischen Beobachtungen, aber auch methodischen Konzepten bietet. Von uns von Interesse ist besonders aber auch, was Ihr Bild, was Ihre Perspektive, was Ihre Gedanken zu dem Thema sind. Und so freuen wir uns auf die nun anschließende Diskussion.